Das Bad Znaun hat den kulinarischen Jakobsweg 2013 feierlich eröffnet und einmal mehr seinen Status als Genussregion untermauert. Ab sofort wird bereits zum 5. Mal in Folge unter der Schirmherrschaft von Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann Hochgenuss im Hochgebirge geboten. Patron Witzigmann zeigt sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung des Projekts. Also es ist zum 5. Mal, dass ich hier bin. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es gestern noch nie so intensiv empfunden und genossen. Ich muss auch sagen, dass alle 4 Gastköche, also diese Sterneköche aus Holland, Belgien, Deutschland und eben auch hier von der Hütte, eine kulinarische Darbietung gebracht haben. Also das war wirklich vom Allerfeinsten. Und es freut mich natürlich, ja, dass diese Idee aufgegangen ist, dass man gemeinsam mit dem Herrn Pater diese Idee eben ausgedifftelt hat, ja, und dass sie im Anklang gefunden hat. Und gestern waren ja auch die Journalisten natürlich hellauf begeistert von der ganzen Bergwelt, von dem Wetter und natürlich auch von der insgesamten kulinarischen Darbietung. Ähnlich wie Witzigmann sehen das die Verantwortlichen des Tourismusverbandes. Wir sind sehr zufrieden, es wird von Jahr zu Jahr erfolgreicher, das Wetter spielt auch von Jahr zu Jahr besser mit. Wir haben wirklich strahlend blauen Himmel, alle sind glücklich, alle sind zufrieden, inklusive der Köche. 4 Sterneköche aus Deutschland, Italien, Belgien und den Niederlanden bringen ihre speziell für den Jakobsweg kreierten Gerichte aus regionalen Produkten in die Berghütten des Tales. Für Christoph Koppens aus Belgien stellt die Teilnahme am kulinarischen Jakobsweg auch in sportlicher Hinsicht eine Premiere dar. Ich kannte Tirol bisher nur im Winter. Wir fahren jedes Jahr im Skiurlaub her. Es ist interessant, es auch mal im Sommer zu sehen. Und wir waren gestern sogar wandern. Das war sehr anstrengend. Auch der Italiener Gianpaolo Raschi fühlt sich im hochalpinen Gelände sichtlich wohl. Es ist wunderschön hier. Ich glaube, es gibt nach einer schönen Wanderung nichts Besseres als einen guten Della Pasta, wie ich ihn kreiert habe, oder eines der qualitativ hochwertigen Fleischgerichte meiner Kollegen. Der Niederländer Rick Jansma ist mit seinem Gericht während des ganzen Sommers auf der Jammtalhütte präsent. Auch er musste nicht lange zur Teilnahme am kulinarischen Jakobsweg überredet werden. Es ist eine Herausforderung und ich liebe es, Dinge mal etwas anders anzugehen. Auf einer Hütte zu kochen ist eine Challenge, die Spaß macht. Die köstlichen Kreationen der Sterneköche können im Rahmen des kulinarischen Jakobswegs während des gesamten Sommers auf der Aschehütte in See, der Niederelbe-Hütte in Kappel, der Heidelberger Hütte in Ischgl sowie der Jammtalhütte in Galtür genossen werden.